Nutzt doch gerne beim Kauf von Robux oder Roblox Premium mein Star Code Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und heute spielen wir wieder Adopt Me. Ja Leute, heute reden wir nochmal über das Ocean Egg, was sehr wahrscheinlich bald nach Adopt Me kommen wird. Und ja, hi, danke, dass du eingeschaltet hast. Falls du noch nicht geliked hast, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ja, heute reden wir, wie gesagt, über das Ocean Egg, was ja wahrscheinlich in ein paar Monaten nach Adopt Me kommen wird. Und ja, ich habe ein paar Pet-Konzepte rausgesucht, die nicht zu 100% bestätigt sind, aber die möglich sind, ins Spiel reinzukommen. Und ich sage euch eine Sache, ihr werdet euch freuen, Leute. Ihr werdet es cool finden, ihr werdet es gut finden. Und ich sehe gerade, Leute, mein Personal Best ist einfach 30 Sekunden. Das ist schon nicht schlecht. Und warum? Ah, jetzt, okay, super, super. So, Leute, fahren wir mal das tägliche Rennen hier, obwohl wir dafür nichts bekommen, aber ja. Ja, Leute, jedenfalls habe ich ein paar Pet-Konzepte rausgesucht, weil, wie viele von euch wissen, hat Adopt Me überlegt, also ist Adopt Me auf jeden Fall dabei, gerade ein neues Egg, ein neues Ei zu entwickeln, weil, Leute, meiner Meinung nach ist das Fossil-Egg echt nach einer Zeit ziemlich langweilig geworden, oder was sagt ihr, Leute? Also, ich finde, das Aussie-Egg, das war immer so ein Dauerbrenner und das Fossil-Egg war am Anfang cool, aber danach wurde es irgendwie langweilig, ich weiß auch nicht, also, irgendwie haben die ja was falsch gemacht, meiner Meinung nach. Das Event war zwar richtig nice, aber die Pets wurden irgendwie nach einer Zeit, ich weiß nicht, Dinos, ich fand da Turtle und Känguru schon irgendwie cooler oder so. Also, ja, die Dinos waren dann von Anfang ganz nice, aber dann irgendwann wurden die ziemlich langweilig, meiner Meinung nach. Aber habe ich jetzt auch schon dreimal gerade gesagt. Aber auf jeden Fall ist momentan Adopt Me am Denken. Ja, wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, habt ihr es auch gesehen. Ich werde es euch gleich auch nochmal zeigen, Leute. Sie sind auf jeden Fall gerade ein neues Egg am entwickeln und sie haben eine Umfrage gemacht, welches Egg am beliebtesten momentan wäre. Und das wäre halt das Ozean-Egg, Leute, das Ocean-Egg. Und deshalb habe ich jetzt ein paar Pet-Konzepte rausgesucht, die ins Egg reinkommen könnten, nicht tun werden. Und es ist auch nicht zu 100% bestätigt, Leute, dass das Ozean-Egg kommen wird, leider. Weil ich habe da selber für abgestimmt. Ich fände es auch am coolsten, wenn das Ozean-Egg reinkommen würde. Aber die Pet-Konzepte sind, wie gesagt, nicht zu 100% bestätigt. Aber sehr, sehr wahrscheinlich, dass sowas in der Art reinkommt. Und ja, ich gehe jetzt mal auf Twitter und zeige euch das Ganze mal. Falls ihr Twitter habt, könnt ihr mir übrigens auch folgen. Ich heiße auf Twitter genauso wie auf YouTube. Oder ihr guckt einfach in die Videobeschreibung. In der Videobeschreibung ist übrigens auch noch meine Roblox-Gruppe verlinkt. Mein Real-Life-Merch verlinkt. Mein TikTok verlinkt. Und mein Instagram auch. So, ja, Leute, jetzt sind wir auf dem offiziellen Adopt Me Twitter-Account. Der hat ja auch so einen Haken. Wenn wir jetzt hier mal runterscrollen, Leute. Wenn wir jetzt hier mal runterscrollen. Sehen wir hier irgendwo erstmal hier diese, ich bin schon dran vorbei, Leute, diese Umfrage hier. Welches Egg würdet ihr am liebsten haben, welches das Fossil-Egg ersetzen wird? Ich frage für einen Freund. Und dann haben 51% für das Ozean-Egg abgestimmt. Und deshalb mache ich heute dieses Theorien-Video und beziehungsweise stelle euch die Pet-Konzepte vor für das Ozean-Egg. Das Mystical-Egg war auch nicht gerade unbeliebt. Das ländliche Egg ist recht unbeliebt gewesen. Das Haustier-Egg auch. Ich fände auch persönlich das Ozean-Egg am coolsten. Vor allem, weil es letztes Jahr schon angesagt wurde, aber dann irgendwie doch nicht gemacht wurde. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es wurde auf jeden Fall dann doch nicht gemacht. Es wurde dann das Aussie-Egg gemacht. Und ja, das Ozean-Egg wurde auf jeden Fall hier 50% abgestimmt. Es haben insgesamt 44.000 Leute abgestimmt. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich kann ja auch auf meinem Kanal mal so eine Umfrage machen. Mal schauen, wie das Ergebnis dann da aussehen wird. Und hier ist nochmal die Umfrage. Und hier ist dann nochmal so eine Gedankenblase, wo dann so drin steht, so Ei, so Egg. Egg. Und das heißt, es wird auf jeden Fall in ein paar Monaten sehr wahrscheinlich ein neues Egg in Adopt Me reinkommen mit noch einem Live-Event und so weiter und so fort. Erstmal wird ja das Luna-Event reinkommen, so circa am 12. Februar habe ich also auch schon zwei Videos zu gemacht. Wie gesagt, ich mache so viele Videos gerade darüber, weil ich will euch halt immer auf dem Laufenden halten. Und danach wird sehr wahrscheinlich das neue Egg reinkommen, das Fossil-Egg wird ersetzt. Das heißt nicht, dass ihr euch jetzt hingehen müsst und jetzt schon direkt krass viele Fossil-Eggs kaufen solltet. Aber ich würde jetzt schon mal Geld sparen, falls ihr auch noch ein Fossil-Egg haben wollt. Ich werde euch auch genau sagen, Leute, wenn ich genau irgendwelche Daten habe, was genau reinkommt, wann genau es reinkommt. Ich werde euch immer auf dem Laufenden halten. Das heißt, auf jeden Fall abonnieren und die Glocke aktivieren, um das nicht zu verpassen, Leute. Auf jeden Fall. Und ja, Leute, das heißt, jetzt braucht ihr noch keine Fossil-Egg zu kaufen. Das Egg wird jetzt nicht so schnell kommen, das Ozean-Egg. Das wird noch ein paar Monate dauern. Aber es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Ozean-Egg in ein paar Monaten in Adopt Me reinkommt und das Fossil-Egg verschwindet. So, jetzt habe ich ein paar Pet-Konzepte. Die sind nicht offiziell von Adopt Me bestätigt, aber es wäre ganz cool, wenn man sie drin hätte. Und zwar einmal, Leute, einmal den Blauwal, Leute. Der sieht doch mal mega nice aus, oder nicht? Also ich finde, der sieht mega, mega cool aus, der Blauwal. Dann haben wir auch, Leute, ein Hai, Leute. Ein Hai wäre auch cool, ist auch einem Ozean vertreten, Leute. Ein Hai ist einem Ozean vertreten.
Da ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir noch einen Oktopus, Leute. Ein Oktopus sieht auch mega, mega cool aus, meiner Meinung nach. Also finde ich richtig, richtig nice, Leute. Das sind natürlich jetzt so ein paar Leute. Ich denke mal, so in einem Eck werden so circa um die 12 Pets drin sein. Aber ein Oktopus ist auf jeden Fall auch dabei. Sehr wahrscheinlich. Oder ein Kraken halt, sowas in der Art. Ich weiß jetzt nicht genau, was das da darstellen soll. Ich habe die Konzepte selber nicht gemacht. Und dann noch ein Seepferdchen, Leute. Ein Seepferdchen muss meiner Meinung nach auch rein. Wir haben jetzt ja momentan das Einzige, was wir haben, ist ein Seestern. Wenn ich mal nach Sternen suche, Leute, der Seestern. Aber so ein Seepferdchen wäre ja auch eine ganz coole Idee. Und Leute, was darf nicht fehlen? Genau, ein Delfin. Ja, Leute, ein Delfin darf auch nicht fehlen. Und das sind so die Konzepte, die ich jetzt so habe gemodelliert. Und dann habe ich noch, Leute, weil dieses Eck wollte ja eigentlich schon vor einem Jahr circa rauskommen, aber ist es dann nicht, weil es leider abgebrochen wurde, das Projekt. Und da gab es halt eine Zeichnung, die gemacht wurde. Und die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Aber bevor ich euch die zeige, Leute, hier ist auch noch ein Konzept zu dem Ozean-Eck, wie das aussehen könnte. Sieht auch mega nice aus, meiner Meinung nach. Kann man auf jeden Fall so machen, finde ich ganz cool. Aber ob das dann, wie gesagt, so ins Spiel reinkommt, ist noch eine andere Sache. Also das ist nicht bestätigt, Leute. Das sind nur Theorien, wollte ich nochmal angemerkt haben. So, Leute, hier ist zwar zum Ozean-Eck eine andere Zeichnung, aber das sieht auch ganz cool aus. Sieht so aus wie ein Hai. Und hier sind dann nochmal hier ein paar Ideen, und zwar hier sowas, so eine Muschel mäßig, dann hier ein Goldfisch, eine Seeschnecke, eine Krabbe, oh Leute, eine Krabbe muss auf jeden Fall reinkommen, ich hätte richtig Lust auf eine Krabbe, Leute, eine Krabbe wäre richtig nice, eine Seeschildkröte wäre auch ganz cool, weil da könnte man nochmal die Möglichkeit bekommen, eine Turtle zu bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich das cool fände, weil Turtle sind halt jetzt schon wieder selten, viele wollen eine Turtle und dann wäre sie halt nicht mehr so selten, wobei es halt nicht die normale Turtle dann wäre aus dem Aussie-Eck, sondern eine Seeschildkröte, die wäre dann nochmal ein bisschen anders. Dann, Leute, ein Walross könnte auch ganz cool sein. Hier nochmal ein Seehorse, also ein Seepferdchen. Ein Jellyfish. Oh, ein Jellyfish, Leute, da hätte ich auch richtig Lust drauf. Ein Squid, also ein Tintenfisch. Und ein Hai. Hier ist zum Beispiel jetzt kein Wal, aber Leute, wie gesagt, das sind auch alles nur Ideen. Das sind keine offiziell bestätigten Tiere von Adopt Me selber. Die Adopt Me-Tiere selber, die werden bestätigt dann kurz vorm Update, also in so einem Event wahrscheinlich. Und ja gut, das waren dann so die ganzen Sachen, die ich euch jetzt zeigen wollte. Aber auf jeden Fall, Leute, das Fossil-Eck wird bald verschwinden. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, Leute. Und wie findet ihr so die Ideen? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wie findet ihr so diese Konzepte, die ich euch gerade gezeigt habe, Leute? Ich finde sie mega cool. Ich fände die richtig, richtig nice im Game. Also ich hätte richtig, richtig Lust auf so eine Blauwal hier so rumzufahren, Leute, in der Doppi. Also das fände ich auch tatsächlich cool als Sinus. Wie gesagt, meiner Meinung nach, das Aussie-Eck, das war, nicht das Aussie-Eck, Leute, das Fossil-Eck, das war am Anfang richtig, richtig nice. Aber irgendwann, ich weiß nicht, ich habe hier so Fossil-Ecks im Inventar rumliegen und ich öffne sie nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe da irgendwie keine Motivation zu, weil, ich weiß nicht, ich finde sie irgendwie langweilig und vor allem, ich finde auch, wenn wir uns, also natürlich ist so ein T-Rex ist cool, der ist cool oder auch so ein Dodo ist richtig nice, aber ich weiß nicht, ein Neon ist ja auch, finde ich, nicht so nice, der T-Rex zumindest, der Dodo ist ein Neon ganz cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, also, ich glaube, das Ozean-Eck wird es besser machen. Ich glaube, das Ozean-Eck wird auch nochmal gehypter, Leute. Was findet ihr cooler, Fossil-Eck oder Ozean-Eck? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, sonst werdet ihr auch die Tage mal eine Umfrage auf meinem Kanal machen. Und ja, Leute, also ich finde auch die Bilder auf dem gemalten Bild da ganz cool. Ich finde auch das Eck-Design, was da schon entworfen wurde, ganz cool. Wie gesagt, alles nicht von Adopt Me, alles nur Theorien und Ideen. Aber ich find's ganz cool. Und ja, da würde ich sagen, war es auch schon mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann würde ich sagen, benutzt gerne Starcode Jojo, falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst. Und schau auch in die Videobeschreibung vorbei. Das sind ganz coole Links. Und dann würde ich sagen, haut ihr rein und ciao. Leute!